Solange das Kolosseum steht, steht auch Rom. Wenn das Kolosseum fällt, fällt auch Rom. Wenn Rom untergeht, vergeht auch die Welt. Zwischen 72 und 80 nach Christus, von Bauherren aus dem Hause der Flavier errichtet, trotzte das zuletzt vierstöckige Oval Erdbeben, Bränden, Vernachlässigung und mutwilliger Demontage. Das Amphitheater der Flavier, erst im Mittelalter in Colosseo umgetauft, war Schauplatz von sportlichen Wettkämpfen, Zirkus- und Theatervorstellungen, Gladiatorenkämpfen und Festspielen. Über 80.000 Zuschauer fassten die vier Ränge, die streng hierarchisch zwischen kaiserlichem Hofstaat, Staatsbeamten, Priestern, Patriziern und dem gemeinen Volk aufgeteilt waren. In den Gängen und Kellerräumen unter der rund 400 Quadratmeter großen Arena drängten sich je nach Anlass Schauspieler, wilde Tiere oder Gladiatoren, die mehr oder weniger freiwillig ihrem meist letzten Auftritt. Mühsam im 6. Jahrhundert vor Christus trockengelegt, war die Senke zwischen den besiedelten Hügeln zuerst Marktplatz. Mit der Errichtung zahlreicher Tempel und Staatsbauten begann die Entwicklung zum religiösen und politischen Zentrum. Heute zeigt das Forum einen komprimierten Geschichtsquerschnitt nicht nur der Stadt Rom, sondern auch des gesamten Imperiums. Der einst prachtvolle Schaubezirk am Fuße der Hügel des Kapitols und des Palatins gelegen, heute geprägt von aufragenden und umgestürzten Säulen und Mauern, ist die Bühne, auf der über Jahrhunderte das Geschick Europas entschieden wurde. Die wachsende Macht der Stadt und die Gewalt des Imperium Romanum, die politische Respublika und der religiöse Kult, die Rechte und Pflichten der Bürger, ihre politischen, sozialen und wirtschaftlichen Interessen, Ordnungen, Gesetze und Sitten, stellen sich hier mit fast maßlosem Anspruch dar. Triumphbögen symbolisieren die Siege römischer Legionen und Feldherren in fernen Ländern. Deren Unterwerfung und Ausbeutung mehrten den Reichtum Roms, von dem auch die wachsende Einwohnerzahl der Ärmeren ihren Anteil bekam. Die Reichen, Volkstribunen, Senatoren, Konsuln und Kaiser verschönerten durch eindrucksvolle Bauwerke über Jahrhunderte das Zentrum ihres Reiches, zum Wohle Roms und ihres eigenen. So entstand ein dicht bebauter Komplex, der erst mit dem Zerfall des Imperiums im 7. Jahrhundert nach Christus dem Vergessen und damit dem Zahn der Zeit anheimfiel. Das Forum Romanum diente dann anderen Zwecken, als Kastell, für Kirchen und als Steinbruch. Schließlich war es ein Campo Vaccino, eine profane Kuhweide. In der Renaissance erwachte wieder das Interesse für die verschütteten Ruinen. Doch erst im 18. und 19. Jahrhundert begannen planmäßige Ausgrabungen der antiken Reste, die sich unter einer mehreren Meter dicken Schicht von Geröll, Schutt und Erde erhalten hatten. Heute flanieren die Besucher an den Treppen der Basilika Julia vorbei, deren Bau von Julius Caesar initiiert und von seinem Nachfolger Augustus vollendet wurde. Auf den Stufen vor diesen gewaltigen Säulen wurde der Leichnam Caesars verbrannt.